Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Skyrim Legendary Edition Endral. Heute wieder bessere Stimmung und wir sind hier auf der Grenze von unten zu Oberland. Und ja, wir werden heute uns diesen Teil annehmen und versuchen diesen Teil anzunehmen und dann ist schon sehr viel Zeit rum. Aber wir machen erstmal den. Oh, hi. Wen haben wir hier? Oh. Na ja, gut. Wow! Ich bin noch nackt. Oder halbnackt zumindest. Das sieht schon besser aus. So, und irgendwo hier müssten dann auch die ersten sein. Und eigentlich müsste auch gleich Eisgebiet schon kommen. Boah, Alter, dreimal Schnellspeicher hintereinander zu sagen, ist schwer. Ey! Ja doch, das ist direkt rechts. Da. Okay. Das heißt, da ist noch irgendwo eins. Oh mein Gott, wo sollen wir denn da hinklettern, bitteschön? Uff. Hilfe. Hi. Na gut, das macht dann auch nichts. Ey. Ey. Warum schlägt mein Charakter nicht? Oh, Gebirgspirscher, aha. Ist dasselbe wie ein. Also wirklich exakt gleich zu einem Säbelzahntiger. Okay, ich dachte, jetzt hätte jemand geklopft, aber anscheinend wirft nur irgendjemand gerade Sachen durch seine Wohnung. Ich weiß es nicht. Gut. Da sag ich jetzt erstmal nichts zu. Wo ist der Gegner? Da, meine Güte, das ist getarnt, muss ich mal zugeben. So, hätten wir das. Hätten wir. Gold nehme ich mit. So. Direkt links. Irgendwo hier? Ach, da. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber es ist halt spät abends, ne? Das ist direkt vor mir. Alter. Leute. Es ist spät abends. Das erste ist anscheinend hier diesen Fluss runter. Ich sag ja, das wird hier viel, aber auch schwer. Wo ist das? Hä? Ach, da. Alter, willst du mich komplett verarschen, Mann?
hasse diese Ultraströmung, weißt du, so 800.000 km in der Sekunde. Ja, km in der Sekunde ist auch sehr... Nee, das wollte ich nicht. Eins ist direkt hinter mir. Was? Kann da denn was sein? Ach, da oben. Da. Mhm. Ich finde dich. Egal, wo du bist. So, you received 4 handbooks und 8 Lernpunkts. Wo ist die Eispranke, die hier sein soll? Wahrscheinlich hinter dem Baum. Irgendwo hier. Hä? Ich verstehe nicht. Wo hier? Weil verstehe ich nicht, warum ich nicht langsam Marker kriege. Da! Meine Güte. Eieiei. Ei, ei. So langsam ist das doch gehen mit den Markern, dass die alle angezeigt werden oder nicht. So, hier ist natürlich perfekt Gebiet. Rechts sind immer noch zwei. Ich mochte übrigens diesen Kristallwald. Ich fand ihn schön damals. Wo wir da waren. Hätte ich damals gewusst, dass hier so viele sind, wir hätten uns natürlich heute viel Zeit gespart. Ja, direkt da unten müsste man hin. Das ist... kein Problem, das kriegen wir auch hin. Oh, da ist ein normaler grüner Wald plötzlich. Und ein Entropist. Ey! Dazu, ich sag da einfach, ich kann da einfach nichts mehr zu sagen mit diesem automatischen Laufen. Das ist einfach so dämlich. So eine dämlich beschissene Funktion. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nichts von dieser Funktion. Da ist doch noch jemand. Ach da. Oh Gott. Ja, hi. Mensch. Was ist denn mit diesem Wind los? Kann der nicht mal zu Ende gehen irgendwie? Okay, hier ist ne. Ja. Es hätte auch böserer enden können. Böserer finde ich gut. Ah, da unten sehe ich es schon. Aua. So. Ist das die nächste? Das ist die nächste direkt. Menschenskinder. Wir sammeln die Dinger hier ja gerade wie im Laufschritt. So, wo ist es? Weiter, weiter, weiter oben. Was?
daraus sind wir halt Elementar entstanden. Okay. Ich finde die Grenze so schön, ne? Normaler Wald, da oben Kristallwald. So. Und hier geht's wieder in den normalen Wald. Ich finde übrigens immer noch den normalen Wald sehr schön. Die Wüste halt trotzdem das Beste. Von der Gestaltung her. Wie es von dem ganzen Rest ist, kann ich jetzt so nicht sagen. Da hatte der die Wüste schon arge große Probleme und der normale Wald kleinere. Okay, der Wald hatte natürlich Talgard mit diesen scheiß Sonnengeborenen. Wo? Ich will nämlich nicht runter und dann wieder hoch müssen. So. Ich droppe mich einfach mal hier drauf. So. Irgendwo hier ist noch eins. Da unten. Dann kann ich eigentlich auch gleich mal direkt in die... Guck mal, hier schneit's. In die, Schneefetzer werde meine Essensvorräte auffüllen. Wo genau muss ich hier hin? Hi übrigens. So. Ich stehe eigentlich direkt davor. Ich bin aufgestiegen. Wieder mal ein Level. Mein Apfel, das zerstörtes Buch. Ach da. Okay. Okay. Okay, das ist nur ein Baumstamm. So, hier ist der Weg wieder hoch zur Schneefelstaverne. Hi. So. Danke, danke, danke. Dann kann ich nämlich in der Schneefelstaverne mehrere Dinge machen. A, kann ich mich mal wieder entspannen und unter Leute begeben, unter Menschen oder friedliche Menschen. B, kann ich eine Runde schlafen in dem Spiel. Müsste ich in echt auch, aber in dem Spiel vor allem. Und C, kann ich mir eine Essensvorräte auffüllen. Brause. Gebt mir was zu trinken. So, was habt ihr denn da? Verbraucherdinger. So. Was kann ich ihr denn überhaupt verkaufen? Kann ich ja alles verkaufen? Tatsache. Ich kann ja alles verkaufen, so. So, dann den hier und Axt des blinden Schürfers. Nicht, den will ich behalten. Hier Silberstahlschwert und so ein Feuerball, Junge. So, dann was zu essen. Geflügelfleisch hast du, das ist schon mal nicht schlecht. Also halt nach dem, wo direkt mehrere sind. Zwiebeln hast du auch. Ja, dann nehme ich das Geflügelfleisch. So. Ich nehme dann auch noch. Weil das kann ich. Alter, 129 Lernpunkte, 69 Handwerkspunkte, Alter. 22 Erinnerungspunkte, Alter. Hört ihr diesen Loop im Hintergrund? Er ist lustig.
Boah, was könnte ich voll machen? Was ist das mit Beschwören? Nee, Psionik? Nee. Ah, okay. Also entweder Entropie oder Schleichen, je nachdem, was sie hat. So, wenn sie Entropie hat, das ist gut. So, dann hat sie noch so 1 bis 50, ne? Genau. Meisterbücher hat sie doch auch noch, oder? So. Klingt doch gut. So, dann kann ich nämlich das auf 100 machen. So, Auge des Nordens brauche ich alles nicht. Na gut, hätte ich da machen können, dieses erhabene Gewand ist jetzt auch nicht mehr schlimm. So. Das meiste von meinem Geld dürfte ich eigentlich auch wieder bekommen. Habe ich irgendwelche Bücher doppelt? Tatsächlich sogar. Amethyst, Baupläne, Becher, blauer Quarz, noch mehr Rubine. So, dann kann ich noch die ganzen Bücher da gerade lesen. Ja. Manches kenne ich ja vielleicht tatsächlich noch nicht. Den Rest kenne ich schon. So. Damit hat sie am Ende wirklich nur 5000. Ja. Danke, danke. Es reicht vollkommen. Ist das mein Raum? So, es ist 10 Uhr. Wenn ich 20 schaffe, ist es 6, 8 Uhr. Wenn ich 20, ist es 6 Uhr. Okay. Schaffe ich 20 Stunden. Oh, dieser Loop im Hintergrund, ne? Das ist so, ich glaube, so ein YouTube-Loop, 10 Stunden, 10-Hour-Restaurant-Atmosphäre, oder? Das klang vielleicht so ein bisschen wie Gerichtsatmosphäre. So. Ich kann auf einen Schlag halt Entropie auf 100 skillen, wenn ich fertig bin. So, nach Alt-Miskamur muss ich. Ich muss erstmal gucken, wo lang. Da. Ist ja dann doch ein bisschen länger her gewesen, als ich war bei Alt-Miskamburo. War ein schöner Palast, oder wie auch immer man das nennt. Ein Alt. Keine Ahnung, was das genau ist. So, und hier nach dem weißen Licht kommt gleich das Lilane. Das ist auch ein schöner Übergang, wenn man das so reinkommt. Schön, finde ich. So, und hier habe ich, also hier habe ich echt alles beseitigt. Also da geht echt nicht mehr. Leute, wenn hier jetzt noch Eiskristallisten rumlaufen. Ich höre es. Ah ne, es bin ich selbst. Lol. Wow, ich bin so dumm. So.
Da irgendwo soll wohl ein Ding sein. Oh. Immer noch ein Gegner. Diese Plagegeister wird man auch nicht los, glaube ich. So, das ist direkt da. Ach, hier dann. Oder wie? Ne, hä? Ich? Es ist irgendwo da oben. Okay. So, dann mal gerade euch hier bitte besiegen. Hallo. Meine Güte. Sie ihr Lichter, ne? Ich werd noch irre von denen. Ich werd wahrlich irre von den Dingern. Die sind so nervig, weil du die einfach nicht treffen kannst. Wie ist das eigentlich, wenn ich... und dann wieder alles markiere? Habe ich dann wieder alles? So als Markierung? Könnte sein. Ich muss anscheinend auf jeden Fall nach Old Mishkamu rein, was blöd ist. Aus dem einfachen Grund, dass das, weil ich weiß, dass das Ding groß war. Wenn ich da jetzt wirklich komplett durchsuchen müsste. Och, das Ding hier, der Eistroll. Den habe ich auch schon besiegt, 100%. Oh, die zwei sogar waren das, genau, stimmt. Da war was. So. Ja, da ist die alte, das alte Mishkamur. Na gut. Hier war ich doch auch schon und hab das alles gemacht. Die ganze Karte ist doch sogar aufgedeckt. Ich weiß auch, wie ich hier das, die Map genutzt habe, um ja meine Energie immer wieder aufzuladen. Ja, ja. Aber wenn wir das damals vor, boah, keine Ahnung wann das war, geschafft haben, dann schaffe ich das heute, oh, locker. Wann war Alt Mishkamur, ne? So. Ey. So. Aber es ist nett zum Grinden eigentlich, ne? Wenn man weiß, dass die Gegner doch... Weil das Problem ist, du kannst Enderlight extrem ausnutzen, wenn du Level aufsteigst. Achso, da musste ich einmal rum. Dich will ich aber gerade noch besiegen. Hallo. Jetzt frage ich mich, dieses Rätsel hier benötigt einen Schlüssel. Ach, guck mal, das ist nicht mehr gelöst. Ha. Ist ja interessant, ne? Ich meine, ich weiß noch, dass da ein Rätsel war, dass ich irgendwie so... Irgendwas musste ich öffnen. Also mit so Dreier, wo ich irgendwas anfassen, ja, auf drauf treten musste und dann kam da irgendwie sowas. Weiß ich noch. Ich könnte jetzt einfach sagen, ich TCL mich dadurch. Mach ich auch.
Stimmt, hier mit dem Ding, mit der Falle auch noch. Und hier ist dann Endgegner gewesen. Ich glaube, mein erster, ne? Endgegner. Ja, der hieß Ich weiß ja, wie lange ich damals für den gebraucht habe. So. Stimmt, ich habe jetzt wieder einiges am Platz mehr. Ich bin immer hier im Kreis gelaufen. Na. No. Ja, das waren Zeiten. Das waren Zeiten mit diesen, mit Altmisch Kamur. Mensch, Mensch, Mensch. Kann man richtig gut grinden. Wenn man es wüsste. Gut, denn eigentlich müsstest du dazu noch die ganzen Intervalle wissen, wie schnell, wie oft und wie lang braucht es, um neu refreshed zu werden. Sonst ist das alles sehr, sag mal, dem Zufall. Und der Zufall ist einem nicht gesonnen. So, was haben wir denn noch? Hier sind wir fertig. Das wird halt, ist halt durch diese langen Wege, wird das eine lange Folge. Ich gehe jetzt hier hin, da mache ich die drei Dinge, da muss ich wieder zurück, da mache ich hier die drei Dinge. Und dann, ich werde halt so rumgehen. Ne? Okay. Es wird viel TCL, glaube ich, hier werden. Das kann ich jetzt schon sagen. Eieieiei. Vor allem, weil ich die ganzen Dinger in die Folge 17, die jetzt ja ist. Also Folge 17 der Loot-Folgen, das müsste Folge 737, glaube ich, sein. Dann in Folge 700, also in Folge 18, ihr müsst jetzt einfach selbst rechnen, gerade irgendwie, was das Richtige ist. Es wird irgendwas mit 738, glaube ich, ist es auch. Sein. Das denn? Spielt der Basketball in seiner Wohnung oder Bowling? Und ja, dann 19, 739 und 740 wird dann die letzte maximale Loot-Folge. Das heißt 1, 2, 3, 4 mit dieser. Kann man schaffen, das ist. Vor allem mit Überlängen, die ja jetzt so Klassiker ist hier bei diesen Folgen. Wenn diese Dinger dann auch noch flüchten, ne? Das Spiel weiß ganz genau, dass man nicht so schnell ist wie die Teile. So. Aber ist machbar, ist alles machbar. Aber braucht halt gewisse Zeit. Ich krieg die Krise durch diesen Typen.
Vor allem, es klingt halt die ganze Zeit, als würde jemand halt bei mir klopfen. Und das ist immer blöd, wenn ich Kopfhörer auf habe, die geschlossen sind, weil ich dann nicht weiß. Also gut dämmende Kopfhörer noch, die geschlossen sind, weil ich dann nie weiß. Klopft wirklich jemand bei mir an der Tür? Ich meine, passiert eigentlich nicht. Es ist 10 Uhr oder so. Also abends. Normal klopft da niemand um die Uhrzeit an meine Tür. Und, außerdem ist es einfach störend auch. So. Einfach bis zum Ende durch, okay. Das könnte ich hinkriegen. So, gleich auch nächstes Level wieder an 2000 Erfahrungspunkten. Nur 100 von diesen Schneefüchsen töten. Ach, hier sind wir, wo wir gelandet sind damals. Ach. Ich erinnere mich. Ja. Ich erinnere mich sehr gut. Klar, hier die Kapseln, das ist... Okay, ich wusste nicht, dass das hier war. Alter, was soll denn der Scheiß? Jetzt mal ganz im Ernst. So, das ist auch ein Alt. Noch weiter? Jo, noch weiter. Da sehe ich dich. Kannst dich nicht verstecken. Wohin? Da muss ich mal kurz zählen. Irgendwo ist hier ein Eingang. Ist das hier? Ja. Echt? Niremesische Soldaten sind aber nicht für so stark. Und wenn das für die Freiheit der Menschen ist, naja, dann ist euer Kampf aber eher schwach. Weil ich mich frage, warum ihr gerade so stark hier seid. Oh. Haben wir's? Danke. Mittlerweile wird sich doch die ganze neramesische Armee ausgelöscht haben. Aber gut. So. Ein magisches Symbol und eine Eisklaue. Hi. Okay. Naja, nur waren wir es, die damals von eurem Führer festgehalten wurden und ja, gut, ich sag mal, flüchten konnten. Hüterin. Warum machen die denn so viel Schaden? Ah, ich meine Rüstung nicht an. Doch. Kannst du mal an. Hä? So viele Hüter hier, ne? Was ist das denn? So. Eieiei, oh mein Gott. So. Eieiei.
So. Aha. Na, bespring mich doch mal bitte nicht. Und ich bin ein Level aufgestiegen. Natürlich mal wieder. Oh, das ist die Königin. Herr Feuer dürfte ja besonders effektiv sein, stimmt. Na, wunderbar, ich dachte, du läufst weiter. So, aber. So. So. Ja, damit dürfte sie doch tot sein. Danke, 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 danke für alles. So, da ist eins. Bald haben wir die 200 geknackt. Da unten ist auch noch mal was. Aber erstmal die Muratze töten. Alles klar, du hast mich nicht angeguckt und hast mich angespuckt. Dazu sage ich nichts, ne? Oh. Oh, der Gegentreffer-Dings hat keine Ladung mehr. Das ist kein Problem. Oh. Aua. So. Ich stürze mich heldenmutig in den Kampf gegen die Spinnen. So. So. In den Kampf. Oh mein Gott! Ey, da die macht im Nahkampf ziemlich viel Schaden. Huiuiuiui. So. Na. Meine, ich habe genügend, aber trotzdem muss ich sie nicht verschwenden. Da. Ey. Wo ist das Essen? Wie wäre es mit... wo ist das Fleisch da? So. Wo muss ich hin? Hier in diesem Seitengang, okay. Ah, okay. Da haben wir's. Wo geht's weiter? Den Rock Pass. Okay. Den Steinpass. Interessant. Okay.
Aber gut, dass die mir helfen, ne? Und dass die mir bei den Endralean hilft. Irgendeiner trifft immer. Ups. Ups, das war wohl alles mit einem. Guter Schuss, guter Schuss. Nein. Weißt du, die sehen mich nicht so. Auf 5 Meter Entfernung, klare Sicht. Ich verstehe dieses Spiel nicht. So, jetzt soll irgendwo da noch eins sein. Da braucht es mal wieder die TCL. Allein um hier hochzukommen. Eieieiei. So. Ne, was? Rechts von mir. Irgendwo hier. Wow. Hä? Es ist egal, wo ich mich hindrehe. Was ist das? Okay. Ich weiß nicht, wo wir genau gerade sind. Die Summit Halls. Ich gehe einfach den Markierungen der Map entgegen. Die sagt nicht, dass ich hier wieder raus soll. Okay. Wenn die das sagt, mache ich das auch. Die sagt mir, ich soll hier wahrscheinlich durch den Haupteingang wieder raus. Das ist gar kein Problem. Den Weg kenne ich noch, sage ich jetzt mal so. So. Ja, alles andere wäre blöd. Aber scheinbar kenne ich ihn tatsächlich sogar. Komisch, dieser Raum da hinten. Also dieses Tal, Steinpass, Ding, keine Ahnung. So. Jetzt kann ich nach da hinten hin. Und hier muss ich muss da einfach TCL nutzen, weil keine Ahnung, wie ich da sonst hinkommen könnte. Keine Ahnung, wo das ist. Oh mein Gott. Ist irgendwo weiter hier noch. Hä? Wo zur Hölle? Soll das sein? Hier ist nichts, sage ich dir.
Er soll hier doch wohl eine. Das wär, also das wäre, kannst du nicht bringen. Irgendwo, hä? Keine Ahnung, wie das gehen soll. Hier ist ja nix. Gehe ich nach da oben. Es ist sinnvoller und einfacher. Also manche hat das Spiel echt so platziert, dass es kann man nicht mehr, keine Ahnung. Ist es eine Eisbranke oder ein magisches Symbol gewesen? Eisbranke, meine nur. Also ja, keine Ahnung, was dort war. So, ich könnte mich eigentlich mal hier, auf hier wieder auf Land begeben. So, denn... Ja, ich muss eigentlich wirklich nur diesem Pfad hier entlang. Mit diesem Hurensohn-Troll war hier, glaube ich, ne? War der hier? Ich glaube, ja. Ah, da ist wieder der Kristallwald, sehe ich gerade. Ach, hier ist die Kreuzung gleich. Kann das sein? Rechts Kristallwald, hinten die Kugeln, mit denen wir abgestützt sind, und oben ist der Hurensohn-Wolf. Ich meine, das ist hier, glaube ich, mit dem Wagen und so. Ja, ja. Und diesem Holzding, was aussieht wie ein Mensch manchmal. Ja, ich erinnere mich. Das ist dasselbe von der anderen Seite. Okay. Okay, that's cool, dudes. Okay. Irgendwo hier. Irgendwo dort. So. Also der Eisbär war anscheinend nicht der Hurensohn. Der war relativ, ja, machbar, sagen wir es mal so. Nachbar ist nicht ausschließend von, also ist kein Ausschließen von Scheiße. Ganz wichtig. Machbar ist einfach nur das Ausschließen von komplett Scheiße, weil unmöglich. Hier, typischer CCL-Fall. Ist wahrscheinlich irgendwo da oben wohnen, wo ich über einen anderen Weg hin kann. Wird mich aber auch nicht anders stören. Ah, guck mal, da ist eine Markierung. QL. So. Und wieder nach unten. Das ist halt das Schlimme an dem Gebirge, ne? Es ist alles immer oben, unten, links, rechts. Man weiß nie, welche Höhe. Ja, ja. Noch weiter nach unten. Uiuiui. Schlimm.
Du musst immer rechtzeitig gucken, wie weit kannst du noch runter. Weil runter geht immer. So. Da unten, da ist es. So. Na. Sag mal, hast es. So, die nächsten sind da unten bei der nächsten Serpentinenspitze. Es ist kein Gegner. Ich denke immer, immer, immer. So. Irgendwo hier. Da. Das ist das eine und das. Oh, wir haben die 200 geknackt, sehe ich übrigens gerade. Hey. Da. Keine Ahnung, wie ich da drum hinkommen würde. Ich frage, in der Frage dieses Spiel bei in so vielen Punkten schon gar nicht mehr, weil das einfach so unnötig ist, das zu hinterfragen. Weil es eh keinen Sinn ergibt. So. Hi. So. Hallo. Na. Doch. Bist du auch mal tot? So, jetzt ist die Frage. Ja, doch, ich kann da direkt hin. Da geht auch hoch, okay. Ich war mir nicht sicher, ob ich das da geskillt. Ach, hier ist das, wo es zu diesem Schiff geht, ne? Einem. Ich sehe aus wieder sehr zwiegespaltenen Quest. Mit diesem Berg hier, der voller Gegner ist, stimmt. Die Agnot, so hieß das, genau. So. Ja, auf der einen Seite sehr unfair der Quest, auf der anderen Seite konnte ich da meine Fähigkeiten relativ unter Beweis mal stellen. So meine strategisch-logisch denkenden Fähigkeiten. Und ich wollte gerade echt sagen, wenn hier die zwei Feuerwölfe sind, dann ist echt alles refreshed. Da kannst du echt einfach so grinden. Das ist nicht mehr feierlich. So. Hallo. Wo ist das andere? Auch anscheinend hier irgendwo direkt da unten. Aua. Puh. So. Auf eine der Inseln da hinten. Die mit dem Brot, okay. Sage ich jetzt einfach, weil das so auffällig ist. So. So. Ich meine, das finde ich schön, dass auf solchen Inseln was ist, damit man diese entdeckt. Finde ich ja auch gut. Ich glaube sogar auf dem Schiff, nicht auf der Insel. Was essen. Da ist das Flügelfleisch. Ach, also eine Irrlichtmutter oder wie? Eher? Oder nein? EA, it's in the game.
Scheiße, es ist EA, der Gegner. Ey. Ey. Ich hab EA getötet. Was soll ich dazu sagen, ne? Okay. Hä? Hä? Wo genau? Direkt hier. Ah, okay. So. Und das andere ist da irgendwie auf einer Insel. Wir haben EA getötet. So. Ach, da ist auch so ein Seelöwe oder Seerobbe oder irgendwie so. Naturgeschützt! Eieiei, haben die viel Gesundheit. So. Eieiei, haben die gar keine Gesundheit. So. Ja, tschüss. Ha! Nochmal ein Hoch. Das ist unfassbar. Mit diesen Leveln, ne? Ja, man soll es angeblich nicht schaffen. Genau. So. 204 von 223. Das heißt, 19 davon fehlen. Und, also 19 Eisklauen fehlen noch und 15 magische Symbole. Das könnte man tatsächlich schaffen. Aber nicht in dieser, sondern in der nächsten Folge von Let's Play Skyrim. Ende rein.